Ja, dann lassen wir mal hören, was Tobi so zu erzählen hat. Tobi, du bist gerade abgetaucht. Wo schwimmst du gerade rum? Ich habe eine große dunkle Höhle vor mir gesehen und habe einfach mal gedacht, ja, da gehe ich doch mal rein und schaue mir mal an, was der Entwickler uns hier versteckt hat. Und richtig schön sehe ich jetzt hier gerade schwimmende Fische. Hat er echt schön designt. Ich kann jetzt hier zwischen verschiedenen Lichtmodi umschalten. Ich habe nicht ganz mitbekommen, was ihr gesprochen habt, aber ich vermute mal, ihr habt das erwähnt. Bestätige mich bitte, Dominik. ansonsten, also ist echt schön designt. Was ich auf jeden Fall sagen kann über die Brille, da steckt jetzt, glaube ich, ein Galaxy S6 drin. Es sieht gut aus und aufgrund wahrscheinlich der hohen Auflösung des Displays sehe ich nicht unbedingt Pixel. Also das, was viele VR-Brillen vorher als Problem hatten, dass man keine vernünftige Auflösung zustande bekommen hat, ist hier auf jeden Fall nicht gegeben. Also ich habe hier eine wunderbare Auflösung und ich finde dieses Konzept, also es ist die erste VR-Brille, die ich ausprobiere, richtig cool. Also man findet sich echt schnell wieder, es wird einem auch nicht schwindelig, weil es sehr flüssig ist, die Frames sind auch wunderbar zu erkennen. Sind wunderbar nicht zu erkennen, sorry. Es ist sehr flüssig, das wollte ich damit sagen. Ja. Ja, wie ist so das Gefühl? Fühlt sich so an, als ob man einen Taucheranzug steckt? Ist es realistisch mitreißend? Ja, ist es. Wenn jetzt nicht der Gamescom-Sound um mich rum wäre und ich das zu Hause spielen würde, dann wird es sich noch viel besser wahrscheinlich anfühlen. Kann ich auch noch was sagen? Wir haben auch zwei Audiodesigner, die an dem Projekt mitarbeiten. Das Audio wird jetzt natürlich nicht übertragen, weil wir hier, das hätte keinen Sinn. Okay. Also das Spiel ist noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Genau. Und ungefähr ein halbes Jahr, bis es rauskommt. Aber es sieht schon richtig gut aus. Ich würde meinen Finger nicht raufpacken und das nicht garantieren, aber das ist, was ich ungefähr schätze. Es kommt auch ein bisschen auf die Finanzierung an, wie das aussieht. Okay. Ja, also es sieht auf jeden Fall interessant aus. Für welche Plattformen? Ist es Android? iPhone? Es ist Android-Smartphones zurzeit geplant. In Zukunft wird es unter Umständen iPhone-Support geben. Und wenn es sehr erfolgreich ist und Oculus Rift sich durchsetzt, werden wir auch eine richtige computerbasierte Version machen. Okay, also dadurch, dass es natürlich für jedes Handy funktioniert und für viele Betriebssysteme, kann es natürlich auch gerne jeder ausprobieren. Also ich bin gespannt, wenn es dann in einem halben Jahr, in einem Jahr ungefähr rauskommt und wir dann alle abtauchen können. So, what we are doing here is playing a PC game with a smartphone. Basically, Trinus VR is a tool or software solution that lets you stream pretty much any game that you have on PC, like Grand Theft Auto, Skyrim, Minecraft, Elite Dangerous, into the phone and play in VR. You can move your head to move the head inside the game. And you can also play through Wi-Fi for a wireless experience so that you can have freedom of movement in any way, or through USB, which gives better performance and better speed, but you have the cable attached. So it doesn't have any lags with Wi-Fi? It does have a little bit of latency, and depending on the game, it might not work too well, but you have to experiment, and the hardware requirements might be a bit high, so it's something that you can try with the free version first, and if you like it, you can go for the full version. So sometimes you have to switch to USB when there's too much bandwidth on the cable or on the Wi-Fi. Under certain conditions, it's better to switch to USB. Yeah. So probably it will work with any game which is working with Windows 7, 10, 8.1, 8. Yeah, Trinus has a set of options to make it compatible with most games, even if they haven't been designed for VR. So you can actually even play Doom, the original Doom from the 90s, or any other old game. But of course, the experience might vary depending on the game. Some games will definitely work better than others. So the game starts on the PC, and your software captures the picture informations and stream it directly to the device, which is in the Zeiss optic? Yes, that's correct. So, just for the moment, it's just available for Android. At the moment, it's only Android. There are plans to do the Apple version as well. But we're focusing on delivering the experience for Android and Windows PC. Perfectly. Any more informations you will give?
You want to give, sorry. Well, I think it's better to give it a try. You can try the free version and see if it works for you. Of course, it's a work in progress. It's not a finished progress. And I know there are quite a few things that can be improved to make it easier to use and to be faster. But yeah, it's currently working quite well. People are enjoying it a lot. I mean, in the Android market, it has a rating of 4.5 stars. And thousands of users have already started playing it and enjoying it, so why not you? Perfect. And for all German viewers, we'll get a test device from Zeiss. Thank you for that. And we will test the streaming app, because we have so many, many games on Windows platform. And I think it will be great. Thank you very much. Thank you. Ja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Gefühl. Man kann seinen Kopf bewegen und steuert so. Du kannst deinen Kopf bewegen. Ich kann meinen Kopf bewegen und das Fadenkreuz geht natürlich nach. Und es ist eine Kombination aus Steuerung mit Kopf und mit Joystick. Und ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber es spielt sich ganz interessant, weil man sich eben auch umgucken kann, jetzt irgendwo Ziele zu finden. Und ja, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht hier der Portal-Experte. Deswegen weiß ich nicht so wirklich ganz, was ich tun muss, aber es spielt sich auf jeden Fall interessant. Es ist ein neuer Aspekt mit der Steuerung und ist auch interessant, dass man jeden Ego-Shooter oder jedes Spiel eben dann über das Streaming dann eben auch auf die Brille bekommt. Ja, wir haben gerade alles vom Entwickler erfahren. Er hat uns wunderbar alle Infos gegeben. Wie ist es denn? Du kannst dich drehen, aber zusätzlich kannst du den Kopf bewegen. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ja, also ich sehe gerade das Bild, du drehst deinen Kopf und da dreht sich nicht. Ja, also wenn ich jetzt meinen Kopf bewege, dann dreht sich schon das Fadenkreuz mit. Ich könnte mich jetzt natürlich einmal um meine eigene Achse drehen, dann wird sich auch der Charakter um eine eigene Achse drehen. Aber ich kann es natürlich kombinieren zwischen Kopfbewegung, um mich umzusehen und um zu zielen, und mit dem Joystick hier. Ah, verstehe. Das heißt, die Grundbewegung machst du nach wie vor mit dem Joystick, / mit der Tastatur. Genau. Und du hast halt einen gewissen Blickwinkel, in dem du dich umschauen kannst, oder du drehst dich komplett und dadurch dreht sich der Charakter auch komplett um. Genau, also ich steuere quasi die Sicht, die Mausbewegung steuere ich mit dem Kopf und ich kann es natürlich kombinieren mit dem Joystick, dass ich mich jetzt hier nicht die ganze Zeit im Kreis drehen muss, sonst wird es mir schwindelig. Okay, wunderbar. Vielen Dank für diesen Eindruck, Dominik. Und vielen Dank für euch fürs Zuschauen. Das war jetzt natürlich ein langes Video. Schauen wir mal, wie ich es zusammengeschnitten habe. Und lasst uns doch einfach mal einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Virtual Reality, wie am Anfang schon erwähnt, ist im Moment der Hype. Und den Hype nehmen wir einfach mal mit für euch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Und bis zum nächsten Video hier von der Gamescom. Ciao. Und in der Endcard, in der wir uns jetzt natürlich befinden, ich hoffe, ich habe es richtig geschnitten, seht ihr über uns über uns seht ihr Chainsaw Gaming, genau. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr auf unseren YouTube-Channel, könnt hoffentlich auch abonnieren, wenn euch das Ganze gefällt. So schräg oben seht ihr unsere Social Feeds und direkt neben uns seht ihr zwei tolle Videos. Ich hoffe, ich schaffe es, ein Gamescom-Video und ein Let's Play mit reinzuschneiden. Hoffentlich verspreche ich da nicht zu viel. Nochmal vielen Dank von der Endcard und wir sehen uns morgen auf der Gamescom. Ciao! Ciao.